Ja, Leute, warum feiern wir nicht? Wie ist der Song eigentlich entstanden? Boah, das kannst du dich noch dran erinnern, Babe, du? 2016. 2016, ne? Genau. Ich weiß noch, das war in der Phase, wo wir Songwriting gemacht haben für unser Album Heldenreise. Richtig. Das 2017 erschienen ist. Genau. Und ich kann mich erinnern, dass Marco Michalczyk am Start war, genau. Götz von Sydow war da. Und du bist gekommen mit der Idee, dass du irgendetwas, du hast irgendwas in der Zeitung gelesen. Genau, es war ja so, dass zu dieser Zeit das Thema Flüchtlingskrise in der Zeitung sehr präsent war. Ja. Ich weiß noch, dass da verschiedene Bilder von Menschen mit Migrationshintergrund waren und die haben immer so ein... So Statements. Genau, Statements gebracht. Ne? Und das waren die Statements wirklich von unserem Chorus, den wir dann eins zu eins übernommen haben. Warum tanzen die Deutschen so wenig? Genau. Ja. Oder warum feiern die Deutschen oder warum lachen sie so wenig? Richtig. Oder, obwohl sie so viel Grund haben, sich zu freuen. Ja, und das hat uns richtig gecatcht, weil wir das wirklich auch für uns selber zu dieser Zeit gesehen haben, weil die Diskussionen waren ja da, lässt man jetzt Leute in unser Land oder nicht, ne? Errichtet man jetzt Mauern oder nicht, ne? Und da haben wir uns wirklich persönlich auch angesprochen gefühlt. Ne? Weil wir ja über viele Jahre Brücken bauen zwischen Menschen, zwischen Konfessionen und uns ist es wichtig, eher den Dialog zu suchen, als jemanden abzustempeln oder in eine Schublade zu stecken. Wir wollen Menschen kennenlernen und das ist tatsächlich so, dass man andere Kulturen bzw. andere Lebensweisen, man kann sich distanzieren oder Angst davor haben oder man kann sie als eine Bereicherung sehen und mit ihnen gemeinsam zu feiern. Was ist unser Nenner? Und gerade in Kirchen ist es ja so, dass wir immer schon versucht haben, auf den zu schauen, der uns verbindet, als auf das, was uns theologisch trennt voneinander. Ja, aber uns auch bewusst zu sein, wer wir sind. Also wir singen in der zweiten Strophe, wir sind zutiefst geliebte Kinder, ne, vom Schöpfer aller Welt, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, unsere Herkunft, wo wir eigentlich herkommen, dass wir Bürger des Himmelreichs sind, also dass wir frei von Scham und Schuld sind, dass wir uns wirklich dessen bewusst sind und deswegen auch allen Grund haben zu feiern und zu tanzen, weil das ja genau diese Erlösung, dass wenn Jesus in unser Leben kommt, er uns frei macht von allem. Da kann man eigentlich nicht sitzen bleiben. Und dass jeder ein König und ein Priester ist, ne? Und dass man sich nicht irgendwie über den anderen stellt und sagt, hey, wir sind irgendwie was Besseres, sondern wirklich aufeinander zugeht. Eine Kultur der Wertschätzung, des Gönnens und nicht immer, oh, da kommt jemand und nimmt mir irgendetwas weg, weil so ist es ja nicht, sondern man kann den anderen als eine Bereicherung im Leben sehen. Und ich finde, der Marco Michalczyk, der macht nämlich diesen Poetry da drin und der bringt das am Ende ziemlich krass auf den Punkt, ist nicht alles, was wir haben, einfach nur Gnade. Dass wir auch selber eigentlich gar nichts dafür können, dass wir so reich beschenkt sind und dass wir dadurch eben auch den Fokus nicht verlieren. Dass alles, was wir haben und was wir geben, dass das alles Gnade ist. Warum feiern wir Freiheit so selten? Warum versteckt sich die Freude fast verschüchtert hinter Zäunen? Ist am Ende des Tages nicht alles, was ich habe, einfach nur Gnade? Ich meine, habe ich irgendetwas dafür getan? Ich glaube, am Ende des Tages ist alles, was wir haben, einfach nur Gnade. Weil wir Beschenkte sind, weil wir geliebt sind, können wir lieben und weitergeben und gemeinsam feiern. Es ist aber auch eine Entscheidung. Ist es nicht an der Zeit für ein bisschen mehr Dankbarkeit, sagt er. Wiegt nicht das, was uns eint, um so vieles schwerer, als was uns vermeintlich zerteilt? Und ist es nicht längst an der Zeit für ein bisschen mehr Dankbarkeit? Wir sind Weltmeister im Nörgeln. Ne? Hier reicht etwas nicht und hier bräuchten wir das beste Smartphone, was es gerade gibt und man versucht immer das Beste zu suchen. Ja, damals war es die Flüchtlingskrise, heute ist es die Corona-Krise und dieser Song ist immer noch aktuell. Ne? Also worüber diskutieren wir? Lass uns das sehen, was uns geschenkt worden ist, ne? Was wir haben, auch im kleinsten Detail. Ne? Und das Feiern. Ja. Ne? Und auch so einfach unsere Freude zum Ausdruck. Es gibt so viele verschiedene Wege, auch wenn es jetzt gerade nicht so dieses
es geht ja nicht im Moment so ja. eng zusammenzukommen. Deswegen finden wir das auch so cool, dass ihr da einen Weg gefunden habt, ne, mit UC trotzdem genau das zu machen, was der Song eigentlich auch aussagt, zusammen zu singen. Ja, dem zu trotzen, was gerade nicht möglich ist und das zu tun, was möglich ist. Genau. Und das ist unser Herz und God bless you guys. Ja. Hey, cool, danke, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Freut uns sehr. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar. Erzählt doch gerne euren Freunden davon. Wenn ihr weitere Infos oder Links über UC wollt, könnt ihr in der Infobox nachschauen. Und am besten ihr abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Also dann, bis zum nächsten Mal.